mit dem Störgeräusch. Hey ho, Leute, ich bin's wieder, euer PB-Style. Und heute wieder mal mit Slender, The Eight Pages. Warum ich Slender wieder spiele, werde ich gleich sagen. Wir fangen das Spiel an. Ja, ich hab's gewusst, man kann zoomen. Aber was bringt es mir? Nichts. Wow, das Spiel ist gerade übelst am Abkacken. So wenig Frames hatte ich noch nie. Alter, warum kackt das Spiel gerade ab? Naja, egal, besser als gar nichts. Warum spiele ich Slender und nicht ein neues Horrorgame? Weil mir gerade nicht einfällt, was für ein Horrorgame ich zocken soll. Und deswegen spiele ich kurz eine Runde Slender, um euch zu fragen, was soll ich als nächstes für ein Horrorspiel spielen? Würde mich schon richtig interessieren, was ich da zocken soll. Ist hier eine Seite, bitte? Nein. Ernsthaft? Hier ist keine Seite. Goddammit. Hier ist auch nur Gras, oder? Nein, da geht's noch weiter mit dem Weg. Nein, das ist alles nur Gras. Hä? Ah, da ist das Auto. Cool. Ich weiß wirklich nicht, was ich da spielen soll. Ich glaube, ich mache bei mir mal die Lautstärke etwas leiser auf dem Kopf, auf dem Ohr, auf dem Kopf. Nicht, dass ich mich gleichzeitig erschrecke und dann auch noch man das doppelt hört, das Dumm, das Überraschen vom Slindy. Hey, can't run. See, I can run. I got a page. Natürlich habe ich wie jedes Mal das schöne Ambiente dunkel gemacht, also freut euch. Slendy ist noch nicht da, also yay. Ohne Schmarrn, ich weiß wirklich nicht, was ich hochladen soll. Schreibt's mir in die Kommentare, bitte. Ich will unbedingt mal irgendein Horrorspiel spielen können. Nur mir fällt auch nicht ein, welches. Wir rennen mal ein bisschen schneller. Oh, nein, die Flashlight wollte ich jetzt gerade nicht ausschalten. Nicht nochmal. Dankeschön. Was ist da vorne? Home sweet home. Serios? Ich sollte mich nicht zu oft drehen. Ich habe mir natürlich wieder das geilste Ambiente überhaupt gemacht. Alles dunkel. Ich mit Facecam. Das wäre wahrscheinlich wunderschön für euch. Komm, renn einfach weiter. Scheiße, hier ist die Seite nicht. Ach komm, ach Gottchen. Wie viele Seiten habe ich bis jetzt mal eingesammelt? 3? 4? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Wenn jetzt hier gleich um die Ecke ist, ich sag's euch. Ich krieg so ein Herzkasper und werde sterben. Slendy, don't walk in. I hate you. I hate your mama! Ha, jetzt bist du beleidigt, gell? Ich hab etwas über gegen deine Mama gesagt. Chair, what are you doing here? You're not supposed to be here. Chair, can I trust you, my friend? Okay, anscheinend ist der Bastard noch nicht hier. Bastard, ja, siehst du, ich hab dich wieder beleidigt. Und ich lebe immer noch. Ah, endlich eine Seite. Don't look or it takes you. I don't care. Jetzt schnell hier raus. Ohne Schmarrn. Schnell. Einfach hier. Raus. Sind wir jetzt bei den Containern? Nein. Irgendwie nicht. Verdammt, wir müssen aber... Doch, wir sind bei den Containern. Gut. Gut, bis jetzt läuft supi, wir haben Slendy noch nicht gesehen und... Schön, schön, schön. Wir leben noch. Ausgezeichnet. Da ist die Seite. Leave me alone, gerne. Und jetzt kommt das beste Ambiente, yay! Es wird ja noch creepier auf der 5. Seite, oder? Ich hab's schon total vergessen.
Und ich werde jetzt nicht extra nachschauen, wie viele Seiten ich mal eingesammelt habe. Vorher werde ich anscheinend sterben. Was? Das geht doch gar nicht. Kann das mal aufhören? Ohne Schmarrn, wo ist denn der? Ah, du bist schon zu nah, Slendy. Warum kommt nicht dieses dumme, dumme Geräusch? Slendy, wieso bist du so fucking schnell plötzlich? Ein bisschen immer laufen. Oh Mann. Bei dir. Du. Na, mit dir macht's langsam keinen Spaß mehr, Slendy. Warum? Alter, hör auf! Hör auf mit dem Scheiß! Anscheinend war er gerade irgendwo auf der linken Seite. Weil sonst hätte es endlich aufgehört. Da, schaut mal. Boah, fuck you! Waffenkuhle, jetzt renne ich im Kreis! Slendy, du bringst mich um. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, der will mich umbringen. Sag mal, wo bist du? Wieso ist der so verdammt schnell? Boah, ist das jetzt mit dem neuen Patch? Keine Ahnung. Ich habe längere Zeit nicht mehr gespielt und habe irgendwie mir das neueste downloadet nochmal zur Sicherheit und anscheinend ist er schneller als vorher und das ist doof. Früher hatte man ewig Zeit, um davon zu laufen. Jetzt ist er anscheinend immer hinter einem her. Andauernd. Ich mag nicht mehr. Slendy, what are you doing to me? I thought we were friends. Die dumme Taschenlampe, ach, bringt mir auch nichts. Ich sehe auch gerade so viel wie nix. Wieso? Ohne Scheiß, ich laufe dir gleich in die Arme und beende den Part. Boah, behindertes Kind, du. Behindertes Stück Scheiße. Echt? Kannst du nix außer Zaun holen? Dein Freund Zaun kannst du vergessen. Mikro voll gespuckt, super. Wieso bist du so verdammt schnell? Und ich nehme schnell die Seite noch mit. Dankeschön. Und ich hau ab. Jetzt habe ich 4 von 8 Seiten. 4 von 8 Seiten. 4 von 8 Seiten. Ich renne vor in den Wald hinein. Und denke mir nichts dabei. Wenn ich jetzt irgendwo im Kreis laufe, dann bin ich gearscht. Ich wette, er ist immer noch hinter mir. Direkt. Wieso ist er verdammt so schnell? Ich renne schon fast die ganze Zeit über. Der Bastard ist immer hinter mir. Immer! So nah war er noch nie hinter mir. Verdammt! Spielentwickler, was hast du gemacht? Du hast das Spiel schwerer gemacht. Gibt's hier irgendwo eine neue Seite endlich mal? Ich will wenigstens die 5. Seite noch erwischen. Was? Ich sehe nirgends. Aber da ist der Tunnel. Gehen wir mal durch den Tunnel. Ah, da haben wir die 5. Seite. Und jetzt kommt das geilste Ambiente. Jetzt machst du gleich Boom. Und er ist vor mir, oder? Don't scare me like that. I don't like that shit. Hinter mir! Goddammit! Hell no, please! Bitch, please! Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Part. Haut rein, euer PB-Style und schreibt mir in die Kommentare, was für Horrorspiele ihr sehen wollt von mir. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ich will nicht mehr.